herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir haben wieder eine schöne Resonanz bekommen. Auf WhatsApp schreibt uns jemand: Herzlichen Dank für eure Post. Das Andachtsbuch ist so schön. Ich werde ab heute täglich ein Kapitel lesen. Danke für eure Ermutigung. Und dieses Andachtsbuch hat Daniel geschrieben und er hat es euch mitgebracht. Ja, du bist wertvoll, ist der Titel. 30 Tage in 30 Tage näher zu Gott. Wenn du daran interessiert bist, es gibt es in unserem E-Shop. Oder du hast noch nicht unser Magazin, dann bekommst du dieses Buch kostenlos dazu. Schau mal den kurzen Clip. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Ich rate dir heute, streiche das Wort Versagen aus deinem Wortschatz. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, das Wort Versagen. Wir haben alle schon in verschiedenen Situationen versagt, aber ich sage dir, jedes Versagen hat eine Chance, es das nächste Mal besser zu machen. So viele hören nach einem Versagen auf, etwas nochmal zu tun, sondern sie sagen, ich habe es nicht geschafft, ich mache es nicht. Wir sehen bei den Olympiasportlern, die manchmal Jahre brauchen, bis sie dann die Goldmedaille haben. Aber ich sage dir, gib nicht auf. Es ist manchmal wichtig, zu üben, zu trainieren und aus dem Versagen auch zu lernen. Ich habe auch schon manches probiert und versagt, zum Beispiel die Nähmaschine und den Mixer meiner Mutter. Wollte ich reparieren. Er hatte nachher viel, viel mehr Teile, der Mixer, aber es hat sich nie mehr bewegt. Ich habe aber nicht irgendwo aufgegeben, sondern mein erster Beruf ist Maschinenbauer. Ich habe gelernt, wie man es dann richtig macht. Heute gehe ich damit anders um. Also, das Wort Versagen streiche aus deinem Wortschatz. Danke, Herr, dass du jedem wieder Mut gibst, der gesagt hat, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin ein Versager. Herr, dass du ihm Mut machst, zu trainieren, zu lernen und daraus zu lernen und es auf ein Neues zu versuchen, Herr, bis es gelingt. Danke, Herr, schenk da auch Geduld. Danke, Herr. Amen. Wir vertrauen, dass Gott eingreift in deine Situation und wir beten gerne. Eine Frau schreibt uns: Danke für euer Beten. Das Ohrgeräusch bei meinem Mann ist besser, aber leider noch nicht weg. Wir sind nervlich an unsere Grenzen und wünschen uns sehr von unserem Herrn, dass er uns neu anrührt mit seiner Auferstehungskraft. Betet bitte auch dafür. Danke. Jesus, und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der auch dieses Ohrgeräusch wegnimmt. Und ich danke dir, dass diese Geräusche entmachtet sind, dass sie keine Wirkung mehr haben und dass sie aufhören. Ich danke dir, Jesus, dass Frieden einkehrt und Ruhe einkehrt in das Leben dieser Menschen. Und ich danke dir, dass du siehst, dass sie so angespannt sind. Und ich danke dir für deinen Frieden. Danke, dass du sie erfüllst mit neuer Kraft, so wie sie es sich wünschen, mit deiner Auferstehungskraft. Und ich danke dir, dass du ihnen wieder Mut und Zuversicht schenkst und dass du mit ihnen bist. Danke, Jesus. Und ich bitte dich auch für all die anderen, die Tinnitus haben. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass da Ruhe einkehrt, dass dieser Tinnitus aufhört bei jedem Einzelnen, der es hat. Ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der auch das wegnimmt. Danke, Jesus. Wir haben es schon so oft erlebt und du tust es wieder. Und wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Guten Abend, liebes Gebetsteam. Bitte betet für mich. Ich weiß vor so viel Sorgen nicht mehr weiter. Bitte betet für meinen Papa, der einen Tumor in der Blase hat und dadurch ständig Blutungen. Ich bitte den Herrn um Heilung.
Danke, dass es euch gibt und auch eure Sendung Hoffnung um 12. Es gibt mir Kraft in dieser schwierigen Zeit. Und Jesus, wir danken dir, dass du immer wieder neue Kraft schenkst in solch schwierigen Zeiten, auch in Krankheit oder in anderen Nöten. Danke, Jesus, dass du auch diesen Mann kennst, der einen Tumor in der Blase hat. Und ich danke dir, dass du diese Blase reinigst von allen Tumorzellen. Und ich danke dir, dass diese Zellen hinausgeschwemmt werden und dass es aufhört und dass sie eintrocknet oder was auch immer. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der da helfen kann und der heilt und auch ein Gott, der Wunder tut. Wir danken dir einfach für Berührung von diesem Mann. Danke, Jesus, auch diese Person, die schreibt, Jesus, die so viele Sorgen hat. Ich danke dir, dass dieser Sorgengeist weicht und dass der Blick auf dich frei ist und dass diese Person wirklich auf dich schaut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet, wie immer. Auf Facebook schreibt uns jemand kurz und bündig: Bitte betet für mich, habe starke Rückenschmerzen. Ich glaube, Rückenschmerzen ist so die Krankheit der Nation. Und da möchten wir für alle beten, die Rückenschmerzen haben. Danke, Herr. Oh Herr, du kennst jetzt jeden, der Rückenschmerzen hat. Egal, wo es ausgelöst ist, ob Herr zu viel sitzende Tätigkeit, irgendwie eine Krankheit, Bandscheibe oder was auch immer. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass diese Schmerzen verschwinden und dass der Verursacher der Schmerzen, Herr, du berührst und heilst, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen über WhatsApp. Liebes Gebetsteam, ich bitte um Gebet für einen gläubigen Mann, der Krebs hat. Er bekam von den Ärzten die Nachricht, er lebe nur noch ein Jahr. Danke, dass ihr dafür betet. Bitte betet auch für seine Tochter. Sie ist so schockiert und liegt tief am Boden. Danke fürs Gebet. Ja, da wollen wir dafür beten. Und Gott hat schon so viele berührt. Danke, Herr, dass du jetzt auch diesem Mann nahe bist und dass dieser Krebs verschwinden muss in deinem Namen, Jesu. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, berühre auch ihn und heile auch ihn, Herr, dass der Krebs eintrocknet und verschwindet in Jesu Namen, in deinem wunderbaren Namen, Jesu. Du hast die Kraft, du hast das am Kreuz getan und ich danke dir dafür, Herr, dass du wunderbar der Herr bist, auch mit der Tochter. Herr, danke, Herr, für das, was du ihr dadurch zeigen möchtest, Herr, lass es erkennen, Herr. Ich danke dir dafür und Heilung für diesen Mann in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Auch viele Zeugnisse haben uns wieder erreicht. Und da schreibt jemand auf WhatsApp: Liebes Gebetsteam, ich habe vor ein paar Wochen um Gebet für den Schwiegervater meiner Tochter gebeten. Er kam mit Bauchkrämpfen ins Krankenhaus und hatte zudem noch eine einseitige Lungenentzündung. Er hat außerdem Morbus Bechterew und deswegen große Beschwerden beim Atmen. Weitere Untersuchungen haben eine starke Entzündung des Dünn- und Dickdarms aufgrund der jahrelangen Medikamente ergeben. Er konnte über 2 Wochen nur Suppe zu sich nehmen und hat stark abgenommen. Euer Gebet hat schnell gewirkt. Innerhalb von ein paar Tagen konnte er wieder essen und es ging ihm zusehends besser. Inzwischen arbeitet er wieder. Gott tut immer wieder Wunder. Ganz herzlichen Dank. Und das ist wahr, Gott tut Wunder. Wie schön. Und eine Frau schreibt uns wegen ihres Sohnes: Ich bat euch um Gebetsunterstützung wegen der starken Rückenbeschwerden meines Sohnes. Gott sei aller Dank, die starken Schmerzen sind weg. Wie wunderbar. Und es freut uns auch, dass diejenigen, die Gebetsanliegen hierher senden, auch schon mit der Erwartung zu Hause sind, dass es passiert. Nicht lass die mal machen, mal sehen, was passiert, sondern die Erwartung haben, wenn die beten, wird es auch passieren. Das ist nicht, weil wir gut beten können, sondern weil wir einen Gott haben, der da hilft. Und hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Die eingeblendete WhatsApp-Nummer ist dafür da, für dein
für deine Gebetserhörung, die du bekommen hast oder erlebt hast. Der Tipp des Tages heute, wir hatten es vom Versagen. Du weißt bestimmt eine Sache, wo du richtig versagt hast, weißt aber genau, du musst diese Sache tun, du musst das zu Ende bringen und hast aber nicht mehr den Mut. Ich sage dir, heute ist die Zeit der Entscheidung. Entscheide dich, es erneut zu versuchen. Auch wenn du so richtig gegen die Wand gefahren bist beim ersten Mal, probier's mit Gott. Es wird dir gelingen. Ja, und schön, dass du heute dabei warst. Schick uns weiter deine Anliegen und auch am Telefon bis 13 Uhr. Wir sind täglich für dich da, auch im TV. Schau auf unserer Webseite die Sendungen, wann sie laufen, und schau bei uns vorbei. Und danke auch für dein Feedback. Wir verabschieden uns und wünschen dir einen gesegneten Tag. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.